Herzlich willkommen bei Kamenander ganzheitlich. Ich möchte heute noch ein paar Worte sagen zu unserem Online-Kurs, und zwar Fragen, die uns erreicht haben per Telefon und per E-Mail. Wir haben ja einen Kurs ins Leben gerufen über die Hilfe zur Selbsthilfe, Erschöpfung und Burnout. Allerdings ist das auch ein Kurs für eine Prävention und auch ein Kurs für wirklich auch kranke Leute, die chronische Erkrankungen haben, denn eine Erschöpfung spielt immer eine Rolle bei chronischen Erkrankungen jeglicher Art. Also sprich, dieser Kurs kann angeschaut und angewendet werden bei Leuten, die noch gesund sind, zur Prävention, und bei Menschen, die schon krank sind, da dies eine Basistherapie darstellt aus Ernährungsmedizin, orthomolekulare Medizin, und dann habe ich in meinem Part, das sind 8 Module, ich rede über 11 Stunden, auch die Systeme, Immunsystem, Hormonsystem etc. erklärt, was getan werden kann, auch unter anderem, es war auch eine Frage, labortechnisch, was kann im Labor getestet werden, dass du oder derjenige, diejenige, die sich den Kurs anschauen und mitarbeiten, wissen, was sie tun können. Und es ist nicht immer notwendig, ein Labor zu machen. Eine Ernährungsänderung zum Beispiel braucht ja nicht unbedingt ein Labor. Und diese Erkenntnisse, die ich in diesem Kurs wiedergebe, das sind die Erfahrungen aus meiner Praxiszeit, aus über 18 Jahren Praxis. Ich habe ja über 50.000 Laborwerte gesehen, ich habe Zehntausende von Patienten behandelt und ich habe ja da einen roten Faden dann erkannt. Und das ist die Basis, das mache ich auch mit meinen Patienten. Das ist der Gewinn dieses Kurses. Daraus kannst du etwas gewinnen für deine Gesundheit. Also es ist nicht unbedingt nötig, hier Vorkenntnisse zu haben oder schon Laborwerte gemacht zu haben. Und es ist auch nicht unbedingt notwendig, dann Laborwerte zu machen. Das war nämlich auch eine Frage. Das kann getan werden. Ich mache auch nicht mit jedem Patienten, der zu mir kommt, hier in die Praxis, Laborwerte. Ich kann das auch ohne machen. Es muss nicht unbedingt sein. Oder vielleicht ein kleines Labor, auch vom Hausarzt, das habe ich ja in dem Kurs auch besprochen, was da herausgelesen werden kann. Also solche Dinge sind sicherlich wichtig zu wissen, wer an dem Kurs hier interessiert ist. Das ist eine Basis, eine ganzheitliche Basis auf den verschiedenen Ebenen mit den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten oder therapeutischen Möglichkeiten, die es hier gibt. Da kannst du gern auch mal wir haben zu jedem Modul auch etwas dazu geschrieben, nochmals lesen, was in den einzelnen Modulen dann gesagt wird, die Themengebiete. Und ich muss dazu sagen, das ist natürlich ein intensives Seminar, ein intensiver Kurs. Das ist ein Kurs für interessierte Leute, die wirklich etwas für ihre Gesundheit machen möchten. Ich habe Patienten hier sitzen, ich habe immer wieder neue Patienten, die Woche, also pro Woche, 3, 4, 5 Neupatienten, da muss ich häufig von null anfangen. Mir wäre es dann recht, die hätten zum Beispiel diesen Kurs schon gesehen. Ja? Wenn ich dann sage, jetzt essen Sie noch Milchprodukte, ja, haben Darmprobleme, sind verschlackt und übersäuert, haben irgendwelche Erkrankungen, und die sagen, ja, natürlich. Ja, wieso? Dann sage ich, ja, wie bitte? Dann glaube ich es manchmal gar nicht, weil für mich ist das gar nicht mehr in meinem Feld drin. Und dann muss ich da dann auch anfangen, erstmal hier zu erzählen. Also es ist dann schon sinnvoll, man schaut sich sowas mal an, und es ist nicht teuer für das, was da geboten wird. Ich weiß die Preise von anderen Dozenten, das ist zum Teil sehr viel teurer. Du kannst natürlich auch die ganzen YouTube-Videos hier anschauen auf diesem Kanal. Da kannst du auch viel rauslernen, aber das ist das Konzept und der rote Faden für dich jetzt, wenn du dir wirklich selbst helfen möchtest. Der ist natürlich in den YouTube-Videos nicht gegeben, ist klar, das kann ich so gar nicht machen. Da muss ich ein Seminar machen. Ich habe auch nächsten Samstag zum Beispiel einen Vortrag für unser Labor,
Da sitzen dann Ärzte und Heilpraktiker drin, meistens 50 bis 80, also Profis sind es. Ne? Da muss man Arzt oder Heilpraktiker oder Zahnarzt sein, um da hinzukommen. Da habe ich 1,5 Stunden Zeit. Da kann ich ein Patientenbeispiel bringen. Mehr kann ich da nicht machen. Aber diese Menschen haben die Vorkenntnisse, die arbeiten ja in dem Bereich. Deswegen, wer wirklich mal sehen möchte, was gibt es denn und was kann ich auch tun, sind ja auch Therapieempfehlungen mit dabei, so muss ich hier sagen. Gell? Ich darf ja hier auf YouTube schon mal gar keine Therapien empfehlen. Ja? Ich muss auch immer sagen, geh zum Arzt oder zum Heilpraktiker. Und das sind keine Therapieempfehlungen, ich nehme keine Haftung, das muss ich immer sagen. Das ist natürlich auf so einem, wenn ich als Dozent für einen Online-Kurs arbeite, wie hier, ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Da darf ich dann diese Therapieempfehlungen als Beispiele jedenfalls mal bringen, also beispielhaft. So ist die Gesetzlage. Auf jeden Fall ist da sehr viel Info drin und man braucht keine Vorkenntnisse und es ist wirklich egal, ob man gesund oder schon krank ist. Und ich prophezeie jetzt mal was. In spätestens fünf Jahren werden viele Menschen noch kränker werden oder krank werden, so dass es dann schon beunruhigend wird. Das ist meine ganz persönliche Prophezeiung. Ich hoffe, es wird nicht so eintreten, aber ich glaube das leider. Und da würde ich jetzt was machen. Und unser Anliegen ist halt hier das Bewusstsein und das Wissen weiterzugeben, was bislang ja nur meine Patienten hier bei mir in der Praxis oder bei guten Heilpraktikern und Ärzten, die auch so arbeiten, in einer Konsultation in der Praxis bekommen konnten. Und was mich zu vielen anderen unterscheidet, das, was ich mache in der Praxis, ist, dass ich wirklich ganzheitlich, nicht nur den ganzen Menschen behandle, sondern auch das Konzept ist ganzheitlich. Also ich nehme es hier nicht nur die Ernährungsmedizin oder die orthomolekulare oder mitochondriale Medizin oder die Darmheilkunde, oder die Homöopathie oder die traditionell chinesische Medizin, Osteopathie oder Ähnliches heraus, sondern ich mache das gesamte Konzept. Und das ist wichtig und da ist auch wichtig zu wissen, was kann getan werden. Nämlich, wenn es einer kommt und sagt, ich möchte jetzt behandelt werden, und dann würde ich sagen, ja gut, dann machen wir alles. Das geht nicht. Das ist zu viel. Da muss ein roter Faden her, da muss ein Bewusstsein her, was kann getan werden. Und dann kann derjenige auch gezielter mit mehr Wissen für sich selbst sorgen. Und wenn er das zum Beispiel sagt, nur als Beispiel, okay, die Ernährung, die habe ich jetzt aus dem Kurs zum Beispiel rausgenommen und ich kaufe noch entsprechende Bücher oder Hörbücher, um da nochmals weiter nachzuhören und zu lesen. Und die orthomolekulare Medizin, da habe ich ja auch mal Bücher empfohlen, aber ich habe hier auch dann Therapiebeispiele gebracht. Aber ist die Homöopathie, die kann ich zum Beispiel nicht alleine machen. Dann suche ich mir einen Homöopathen, einen Heilpraktiker, der das gut macht zum Beispiel, oder einen Arzt und gehe dann noch gezielt dahin. Verstehst du? Das ist mir wichtig. Und so mache ich das ja auch mit meinen Patienten hier. Gut, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen aufklären können. Meine Frau hat mich gerade darum gebeten, tatsächlich, dass ich dieses Video jetzt noch kurz drehe. Es kommt gleich der erste Patient. Und ich hoffe mal, ja, wir können dir auch hiermit helfen. Ich habe den Link hier zu dem Kurs Hilfe zur Selbsthilfe unter diesem Video verlinkt. Da kannst du drauf gehen und das einfach mal ansehen. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne auf hello@karmananda.de. Findest du auch hier auf dieser Seite im Kontaktformular. Und die E-Mail-Adresse natürlich auch. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen, ganz viel Gesundheit. Ich wünsche euch, dass ihr nicht zu denjenigen gehört, die krank werden. Ich wünsche denjenigen, die schon erkrankt sind, eine Genesung von Herzen, dass diejenigen, die hier zuhören und schon krank sind, wieder gesund werden mögen oder gesünder. Und den anderen sage ich mit hoch erhobenem Zeigefinger, macht etwas. Ich weiß, von was ich spreche. Ich sehe es nämlich hier jeden Tag. Und das sehe ich seit vielen, vielen Jahren. Und ich sehe auch die Entwicklung. Und die finde ich besorgniserregend, so möchte ich mich mal ausdrücken. Also, ich schicke euch ganz viel positives Bewusstsein
und Licht. Und gute Frequenzen. Ne? Bis zum nächsten Mal.